Guten Abend zusammen. Trotz des Regens heute sozusagen Ihren Weg hierhin gefunden. Es hat, glaube ich, länger nicht mehr geregnet. Insofern möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute den Weg in unser Hauptstadtbüro gefunden haben. Liebe Abgeordneten, lieber Herr Färber, lieber Herr Schmidt, lieber Herr Nagtegal, meine Damen, meine Herren. Ich freue mich, Sie heute Abend im Lindenkorso zu unserer Generali Open-Minded-Veranstaltung Wirtschaft im Dienste der Menschen, die EU-Kleinanlegerstrategie, begrüßen zu dürfen. Auch ein herzliches Willkommen an die Gäste, die online zugeschaltet sind und mit uns diskutieren. Wir hatten selten so schnell so viele Anmeldungen für heute Abend. Insofern zeigt es, glaube ich, dass wir ein durchaus interessantes Thema gewählt haben für diese Diskussion. Und ich möchte Sie bitten, auch aktiv mitzudiskutieren. Das finde ich wichtig. Zudem begrüße ich unsere Panel-Teilnehmer heute Abend, meinen Kollegen Uli Rothaufe, im Vorstand der Generali Deutschland, verantwortlich für das Thema Leben und Krankenversicherung. Und begrüße last but not least die Moderatorin des heutigen Abends, Andrea Timmesfeld, die Leiterin unseres Hauptstadtbüros. Mit diesem spannenden Panel und unseren Gästen im Publikum wollen wir heute Abend intensiv Retail Investment Strategy diskutieren. Dazu ein paar einleitende Bemerkungen. Zu Deutsch, die EU-Kleinanlegerstrategie ist zentraler Bestandteil der Kapitalmarktunion. Mit dem Aktionsplan zur Kapitalmarktunion vom Herbst 2020 formulierte die EU-Kommission Schwerpunkte. Insbesondere die nachhaltige und digitale Transformation der EU wird in den Mittelpunkt gestellt. Zu den Zielen der Kapitalmarktunion sparen und investieren für die Menschen zu erleichtern. Als Versicherer unterstützen wir all diese Ziele der Kapitalmarktunion. Auch ein stärkeres Engagement von Privatanlegern an den Kapitalmärkten sehen wir als Anbieter und Asset Manager durchaus als großes Ziel und finden es auch gesellschaftlich wichtig. Für die Umsetzung dieser Ziele ist ein hohes Vertrauen der Kleinanleger in die Kapitalmärkte zwingend notwendig. Um das Vertrauen zu stärken, nennt die EU-Kommission einige zentrale Voraussetzungen, die wir heute Abend auch gemeinsam mit Ihnen diskutieren wollen. Einen angemessenen Anlegerschutz, eine vorurteilsfreie und faire Beratung, Zugang zu offenen Märkten mit einer Vielzahl wettbewerbsfähiger und kosteneffizienter Finanzprodukte, transparente, vergleichbare und verständliche Informationen über alle Produkte. Die Generali, wir haben uns auf Gruppenebene, aber auch in Deutschland mit dieser Kleinanlegerstrategie intensiv befasst und sie vielfach intern diskutiert. Auch wir sehen ein hohes Maß an Vertrauen als wichtige Voraussetzung für den Erfolg dieser Strategie. Transparenz kann hierzu einen sehr wichtigen Beitrag leisten. Gleichzeitig ist es uns wichtig, dass den besonderen Eigenschaften von versicherungsbasierten Anlageprodukten angemessen Rechnung getragen wird. Nach unserer langjährigen Erfahrung kommt einer persönlichen Beratung hierbei eine unglaublich wichtige Aufgabe zu. Qualitativ hochwertige Beratung kostet Geld. Genau das wollen wir heute Abend auch mit Ihnen diskutieren. Der Vorschlag der EU-Kommission für die Kleinanlegerstrategie ist jetzt für Anfang Mai 2023 angekündigt. Ursprünglich sollte der Vorschlag bereits im Jahr 2022 vorgelegt werden. Es ist dann geschoben worden, weil sich offensichtlich kein abschließendes Meinungsbild herausgeschält hat. Eine wichtige Rolle spielt die sogenannte Kantar-Studie, vorgelegt im Mai 2022, die sich unter anderem damit beschäftigt, wie die derzeitigen Vorschriften zum Schutz von Kleinanlegern in Bezug auf Anreize, Eignung und Offenlegung funktionieren soll. Im Frühjahr 2022 haben sich auch die EIOPA, also die Europäische Versicherungsaufsicht, mit einem Technical Advice zu Wort gemeldet. In den letzten Wochen wurde die Diskussion um die Kleinanlegerstrategie zunehmend in der Öffentlichkeit kontrovers geführt. Ich denke hier unter anderem an Briefe, insbesondere auch an den unseres Gastes Markus Färber, an die EU-Kommissarin McGuinness, wo insbesondere der Umgang mit der Provisionsberatung thematisiert worden ist und auch im Mittelpunkt steht. Auch die anderen Gäste haben sich hierzu deutlich zu Wort gemeldet. Insofern freue ich mich heute Abend hier auf eine intensive, vielleicht auch kontroverse Diskussion zur Retail Investment Strategy und insbesondere auch zu der Frage, wie wir im Spannungsverhältnis zwischen Regulatorik
und auch all den anderen Themen, die uns wichtig sind, wie insbesondere der grünen Transformation, mit all den Themen umgehen sollen. Ich würde hier stoppen und den Ball Andrea Timmesfeld zuspielen. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank an Stefan Lehmann, Vorstandsvorsitzenden der Generali Deutschland AG, den ich sozusagen jetzt ex post vorstelle. Wir haben lange überlegt, machen wir es, dass ich vorher noch mal auf die Bühne gehe oder nicht. Wir wollten aber nicht so einen Bühnenmarathon machen, deswegen habe ich ihm den Vortritt gelassen, dass er sozusagen die einführenden Worte an Sie richtet. Ja, meine Damen und Herren, sehr geehrter Staatssekretär steht auf meinem Zettel, aber auf den warten wir, glaube ich, noch. Der ist noch nicht eingetroffen, aber das wird jede Sekunde der Fall sein. Ja, lieber Herr Färber, der uns zugeschaltet ist, lieber Herr Schmidt, ja, sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, meine Damen und Herren, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen, auch natürlich an unsere Zuschauer im Netz. Mein Name, Herr Lehmann hat es kurz gesagt, ist Andrea Timmesfeld und ich leite das Hauptstadtbüro der Generali Deutschland und versuche, Sie heute durch den Abend zu führen. Meine Damen und Herren, in Anbetracht der vielen globalen Krisen, mit denen wir in diesem Jahr konfrontiert sind, ist im Januar ein Tag untergegangen, ein quasi runder Geburtstag, den wir eigentlich hätten alle feiern müssen. Der EU-Binnenmarkt ist nämlich 30 Jahre alt geworden. Zur Erinnerung, und das ist jetzt nicht als Nachhilfestunde gedacht, der europäische Binnenmarkt ist der gemeinsame Binnenmarkt der EU-Mitgliedstaaten, der unter diesem Namen offiziell erst seit dem 1. Januar 1993 existiert. Er basiert auf der 1986 verabschiedeten einheitlich europäischen Akte, die die vier Grundfreiheiten, die eigentlich schon im EWG-Vertrag von 1957 angelegt sind, nämlich der freie Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital, erst zum Leben erweckt hat. Das, was wir heute so selbstverständlich hinnehmen, ist also genau 30 Jahre alt. Und dafür müssten wir als Deutsche eigentlich ganz besonders dankbar sein, denn nach einer aktuellen Bertelsmann-Studie hat jeder Einzelne von uns pro Jahr rund 1.000 Euro mehr in der Tasche aufgrund des europäischen Binnenmarkts. In den anderen europäischen Ländern ist es ein bisschen weniger. Herr Lehmann hat schon gesagt, dass wir uns heute sozusagen auf die letzte der vier Grundfreiheiten, die sogenannte Kapitalmarktunion, fokussieren wollen und hier ganz speziell auf die sogenannte Retail Investment Strategy, die sozusagen einzahlt oder abzielt auf eine der im letzten Aktionsplan der EU, der 2020 vorgelegt wurde, auch das hat Herr Lehmann gesagt, auf eine der 16 Maßnahmen, die in diesem Aktionsplan dargelegt sind, nämlich die Maßnahme Nummer 8, die Stärkung des Kleinanlegervertrauens. Herr Lehmann hat auch schon gesagt, dass die Debatte zu diesem Thema, obwohl die Kommission ihren Entwurf zur Kleinanlegerstrategie erst im Mai vorstellen wird, dass die Debatte um diese Kleinanlegerstrategie durchaus schon voll im Gange ist. Und deshalb wollen wir sozusagen heute diese Debatte aufgreifen und mit durchaus prominenten Teilnehmern fortführen. Und dazu darf ich Ihnen als ersten Keynote-Speaker Hjelmar Nagtedal vom Center for European Studies vorstellen, der uns die wichtigsten Ergebnisse dieser bereits von Herrn Lehmann angesprochenen Kanter-Studie Disclosure Inducements and Suitability Rules for Retail Investor Studies in einem kurzen englischen Impulsvortrag vorstellen wird. Vorher darf ich Ihnen aber Hjelmar ganz kurz vorstellen. Hjelmar hat einen Bachelor in Computer Science und einen Master in International Economics und International Relations und er ist seit 2021 als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Think Tank CIPS tätig, die eben an der Erstellung dieser Studie beteiligt waren und er persönlich hat eben an dieser Kommissionsstudie mitgewirkt. Welcome, Hjelmar. Please join me on stage, or I leave the stage for you. We are very pleased that you are here today and that you give us an insight into the key results of the study, and I would say the floor is yours. Thank you, Andrea. And let me just check whether everyone is able to hear me well, also in the back, perfect. As I was preparing this presentation, it occurred to me that the very last time I was here in this beautiful city of yours was also at a Generali event at the half marathon that you so generously sponsor. So thank you for that, and thank you for having me tonight.
And no worries, this will be much more a sprint rather than a marathon, this presentation. So let's get started. What I'll do is indeed, as Andrea mentioned, present the key findings from the disclosure study that the European Commission published around half a year ago. This study was done by Kantar Public, Milieu, and the Center for European Policy Studies, the latter of which I am a part, and Kantar Public was the consortium lead for this study, just to have that clear. Just to give a brief overview of what I'll be going through. I'll be talking about the methodology first, then I'll sort of set the scene, share some general insights that we learned about retail investment and retail investors in the European Union. Then I will briefly discuss the challenges that we found that investors, retail investors face when they try to compare products, when they try to shop around and find a suitable investment. And then lastly, I will touch upon the issue of inducements. And from what I've gathered, this closely aligns with the debate that will follow and what was mentioned beforehand. So for those of you who have read the study, you know that it's quite a substantial study. I think it ranges over 350 pages, and you don't get to 350 pages without doing a substantial amount of research either. So there were, let's say, various tasks that fed into the ultimate results. There was, of course, a literature review, a mystery shopping exercise was conducted, there was a consumer survey, multiple interviews were held with experts, there was a product mapping exercise, a product scoring exercise, and of course covering the various legislative frameworks under which retail investments fall in the European Union. Tonight, I want to focus on the findings that follow specifically from the survey and the product mapping and the product cost scoring exercise, as I believe that those are most relevant for the debate that will follow. So let me sort of set the scene and share some general insights on retail investment and retail investors in the European Union. The first one is that we see quite different levels of retail investment in the European Union. The Nordics, in this study represented by Sweden and Finland, have a much higher percentage of respondents to our survey that indicated that they either already invest or that they are, looking or interested in investing. And this matters, right? Because if we take a step back, and I think this was previously alluded to as well, at the end of the day, we want people to invest for two reasons. On a macro level, because it helps finance innovation that our economies need, especially in light of the green and digital transition. And let's say on a micro, on an individual level, because it provides those people with, a better pension by the time they want to retire compared to when they had left all their money in the bank. So that's the first insight. We see that there's quite big differences between the various countries. And if we then move on to sort of see why do people indicate that they invest, we see that the foremost reason amongst our respondents is that the savings rate has been very low. The low interest rate environment of the last decade, perhaps the last two, has been a major driver for that. That might change now, who knows. Another important reason that I want to flag is indeed that people indicate that their bank or broker has suggested it to them. And let me build further on that last point and talk about, if the slides will let me, on the role of advice. So what have we learned about the role of advice as far as it comes to retail investors? What we see is that amongst those respondents that indicated that they have gotten, that they have invested, that a large part of them has indicated that they got advice, over half of respondents. Advice can come in multiple forms. It can be professional advice, such as from a bank or a broker. It can be informal advice from, let's say, friends, family, or digital advice, such as in the form of a robo-advisor. Around a third of respondents indicated that they had not gotten advice. If we now zoom in on those people that had gotten advice, we see that those people are actually quite likely to follow that advice. Over 60% indicate that they follow it in some cases. But what I think is even more striking is that 24% indicate that they always follow that advice. So that implies that indeed, as a distributor, there is, great responsibility to provide indeed good advice. And it shows the importance of impartial advice, as indeed there is a substantial group of investors that is very likely or indicates that they will always follow that advice. So that is as far as sort of the general setting, the scene, the general findings on retail investors.
then I would like to move on to some of the challenges that we, let's say, found retail investors face. So of course, a retail investor might at some point decide that indeed they do want to, they're tired of having their money just in the bank in deposits, they want to invest, they want to invest their money in the market. And I guess a natural thing, as we all do, we kind of go shopping around. We want to compare the different options for investment, see what delivers us the best value. And what we found is that overall that is actually quite complicated for an investor, especially to find out which investment gives them the most value. An example of that is that costs are listed in different ways. Sometimes a cost might be denoted in as a percentage of net asset value, another time in reduction of yield, sometimes the fees are fixed. A remark I shouldn't make here is that this was the case a year ago. Since the 1st of January, some of these things might have changed since legislation has changed since. Another finding is that often charges, and this is especially for investment funds when it comes to entry and exit costs, are listed as a maximum cost. But we find that those maximum costs are actually poor indicators of the ultimate cost of the investment, as the actual cost lies around 40% of the maximum cost. Then what we also see is that retail investors are ultimately just interested in the total cost of the investment, right? And we see that that is difficult to get to that total cost, seeing that fees are spread over documents. Let's say opening an account might come with certain fees, and they're not all gathered in the same place. And then lastly, perhaps this is something you're familiar with as well, if we look at different distributors, they often might charge more or less the same fees, but they give different names to those fees. Or one fee might be very low, but that's compensated for by another fee. Think, for example, of transaction costs being at a certain distributor being zero, and that's being advertised with, but that distributor might charge a hefty currency conversion fee. So at the end of the day, that, let's say, compensates for that, and which is indeed all the point of all of that is it's tricky to find out for just a retail investor who just tries to compare what exactly the total cost is and to compare those amongst different distributors and different products. That's it as far as the challenges. Let me move on to the last topic, the issue of inducements. There's a few points I wanna let's say drive home here. The first one is that as of now, it's incredibly hard for a retail investor to find out what the actual inducement is that they are charged. Inducements are not disclosed in the standardized documentation. That will only enter only list entry, exit, and ongoing charges if we're talking about investment funds. There might be a reference to the prospectus saying that a further breakdown of ongoing costs of which inducements are a part are specified in the prospectus. But for those of you who've seen a prospectus, you'll know that this is not a place that we want to send retail investors to. It's a very legalistic document. It's incredibly hard to retrieve costs from there. And in fact, when they are presented, similar to my previous slide, inducements are not presented in the same way. They might go under different names. Let's say an inducement, an indirect distribution cost. The units might differ. Overall, very hard to retrieve. And to add to that, I've included a slide from the mystery shopping exercise. What we saw is that before the actual purchase is completed, a mystery shopping exercise was done. And for the people who participated in that, they indicated that rarely information was given on the remuneration of the advisor. So that's the first point. It's incredibly hard to just find out what an inducement is that you're, let's say, charged. The second point is that while they are it's hard to find out what exactly you're charged, they do come at a significant cost. Inducements make up around 40 to 45% of ongoing and total costs. And the height of the inducement will ultimately depend on the period that I hold it. And that, I think, is quite an important finding, and let's say something to drive home, because that means, let's say that the inducement that I'm being charged for an investment fund that I put my money in is 0.5%. If I put 10,000 euros in that investment fund, that means that in the first year I'll pay 50 euros worth of, let's say, advice and distribution fees. But the second year I pay that again, the third year I pay that again, etc., etc. And what will happen if, let's say, I invest those 10,000 euros and I hold that fund for 10 years, is that what I will have paid at minimum, assuming the investment grows, 500 euros. And those 500 euros are ultimately, from what I understand, for a one-time service. It's the advice and the distribution that happens at the time of sale. So that raises some question,
questions of why does the amount that I ultimately have to pay have to grow the longer I hold the fund, if indeed it is just a one-time service. It's advice and distribution that takes place once. And then the very last point, despite, let's say, it being hard to find out what that cost is, despite the fact that it actually does eat into the return that a retail investor gets, it turns out that retail investors are very much unaware, or maybe I should say that a little bit more carefully, a good part of them seems to be unaware what exactly an inducement is. As part of the survey, they were asked to choose the correct definition out of a multiple choice question of 4 questions, and only 36% of investors were able to correctly identify what an inducement is. And again, that is out of a multiple choice question. So, all right, I promised I would keep it to a sprint, so let me wrap up and we can move on. Ultimately, I guess the points that I want to stress and that I hope will inform the debate that follows is that it's key to first start with price transparency. Price transparency should, of course, go in hand with unbiased advice so that consumers are able to compare well which investment delivers the best value for them. If that is the case, competition will increase. Distributors and manufacturers will be more incentivized to really drive down costs and deliver the best value. And ultimately, as investments become cheap, as costs lower and investments become more profitable for retail investors, we of course hope that that entices those investors that have not decided yet to invest to put their money in the market, and as such both deliver for themselves a better outcome by the time they have their pension, and let's say for the European Union as a whole, provide the funds to finance the green and digital transition. And that's it. So thank you very much, Jelmer, for this brief but also very comprehensive and informative overview of the core findings of the study. I think it's very challenging to present the whole study in 10 minutes, but you did it well. I hope I stuck to the 15 minutes that I agreed to with Rolf. But we agreed that you will not participate in the panel discussion afterwards, but I would like to ask you at least 2 questions that are probably on the minds of all participants here in the room. And the first question is regarding the cost. You, or I should say Kanta, has corrected a very important figure in the study, namely the percentage that commission-based products are more expensive on average than fee-based products. And in the first edition of the study, it said 36%, and after the amendments, the new figure is 24% to 26%. And of course, we are asking ourselves what has happened, so what has been miscalculated, so maybe you can give us some insights. Yeah, I can understand that that is confusing, and especially since it's such an important figure. I unfortunately myself, I'm not really in the position to comment exactly why that happened, because that is an affair between, let's say, Kantar, who indeed is the consortium lead, and the commission. So yeah, in a way I can imagine it's an unsatisfying answer, but I myself have not been privy to the exact decisions that have been made there. And yeah, that is something I'm sure the Kantar partners will be able to answer. Okay, I understand. And the second question, I hope you can answer that. Yeah, I hope so too. Is related to this. The study says that 176 products are included in the evaluation about inducements. Yeah. However, it is unclear, at least for me, it's unclear which kind of products you have included. For example, are IBIPs, so insurance-based investment products, included or not? And if not, are the results and the recommendation derived from them transferable to the insurance industry? Yeah, I think that's a fair question. In our exercise, we've tried to collect both inducements for, let's say, the insurance-based products such as an EBIPS and investment funds. What we've learned during the study is that we were not able to find out for any of the EBIPS that we studied what exactly the inducement was. We were only able to do so for investment funds. So the number that you mentioned, 176, is indeed only investment funds. Okay. The extent to which that transfers,
I'm not sure. I can't comment on that. We haven't looked at the EBIP inducement simply because we didn't find them disclosed. Yeah. So that's very important information, I think, because of course we are asking ourselves, are the recommendations derived from that transferable to the insurance industry? Yeah, I think that's from what I know in the study, it says indeed like this comparison is based on investment funds. Mm-hmm. So thank you very much, Jana. Since we are still waiting for our State Secretary Florian Tonka, if it is okay for you, I would say we open just for one or two questions from the audience. If yes. There are any questions from the audience, maybe you can say your name and your function or the function of your organization, and it would be good to ask the question in English. No question at all. I can't believe that. So maybe I do the icebreaker. So, I mean, did I understand that correctly, that the study is mainly based on funds? So the fund industry? And the question is, are the recommendations resulting from that study then really transferable to the insurance industry? And here I understood that you have been rather vague in commenting that. Is that true? Well, I wouldn't be able to speak to the effect whether we've been vague about something or not. But specifically, I should start with the study looks at insurance products as well. When we specifically mentioned the comparison that Andrea referred to, that comparison was based on the investment funds, not by design, but simply because for insurance products, we were not able to find out at all what the inducement charged is. So indeed, given that for investment funds we were able to find those for some of the products, we have limited ourselves to that. So not by choice, no, let's say not by design, but rather by the circumstances, we have not been able to do that comparison for insurance products. So transparency remains an issue? I mean, I think that it shows a strong, it's a strong finding in that sense, right? Of course, there's different disclosure requirements for, let's say, an EBIPS versus an investment fund. And if you ask me, indeed, finding out what the inducement is currently, at least before the agreement of investment, what we found for insurance products is extremely hard. Well, let me put it this way, we have not been able to find those figures. So that sounds like something that could be improved. Any other questions? Herr Brodesser. Meine Frage dann auf Englisch übersetzen. I try my best. And I'll try to understand, perhaps that. Mein Name ist Carsten Brodesser, Mitglied der CDU-CSU-Fraktion und Mitglied im Finanzausschuss. Wenn ich nicht richtig aufgepasst habe, hoffe ich, Sie korrigieren mich, aber vergleiche ich nicht auch hier Äpfel mit Birnen, wenn ich sage, ich habe auf der einen Seite provisionsbasierte Produkte und vergleiche deren Ablauf mit nicht provisionsbasierten Produkten, vergesse aber dabei unter Umständen die Beratungskosten, weil ich sag mal, Beratung kostet ja Geld. Und wenn ich sage, ich vergleiche jetzt einen provisionsaufgeladenen Fonds mit einem, ich sag mal, ETF, der keine Provision beinhaltet, aber deren Erwerb und dessen Beratung ja auch Geld kostet. Also wenn ich jetzt ein Honorarberater bin und verlange bei der Beratung auch ein Honorar, ist das in die Studie mit eingeflossen? Did you get it? Or no, I translate? Okay, I try would to be good translate. Just to avoid any confusion. Yeah. Yeah. I mean, his main question is, can we compare fee-based products without any fee calculation inside with commission-based products which have calculated the commission in the product? Well, if you're asking indeed that with one of the products there's the assumption that it comes with advice, then you, I mean, I guess you could say, an extra service is delivered. We just make the comparison of those without inducements and those with just to see, just to see how much more expensive they are. Dann ist das Ergebnis ja völlig trivial, weil wenn ich zusätzliche Kosten durch Beratung in den Produkten einkalkuliere und auf der anderen Seite habe ich keine Kosten einkalkuliert, dann vergleiche ich ja Äpfel mit Birnen. So, okay, I think I understand your question. What the study does not try to present is to say, okay, this product is exactly, let's say, the same as the other. We're not trying to say,
one without inducement comes with advice as well. We're just saying, look, this is a product without an inducement, mm-hmm. and this is the cost compared to one with. You may add, indeed, the ones that comes with inducement comes with an extra service, and I'll take that argument. But that, yeah, that is simply something the study does not try to say, that that they, let's say, receive the same, are accompanied with the same level of advice. Mm. Yeah. Okay, so no more questions. So then, thanks again, Jelmer, for coming and for, giving us some insights of the study. So I hope you will follow the discussion because we have the translation, and maybe there's also the opportunity to have a bilateral talk afterwards with some of our guests. Yes, thank you very much again. And thank you very much for having me. Thank you. So, dann wechsle ich wieder ins Deutsche und komme dann zu unserer Panel-Diskussion und darf jetzt auch, er ist, glaube ich, gerade beim Verkabeln, Staatssekretär Florian Tonka herzlich begrüßen hier bei uns. Ich denke, das ist ein Applaus wert. Und darf Sie dann auch gleich auf die Bühne bitten und gleichzeitig dann bitte auch Herrn Schmidt, Abgeordneten Schmidt und von der Generali Herrn Rothaufe. Und vielleicht können wir dann auch Herrn Färber sozusagen zuschalten. Genau. Also normalerweise, glaube ich, brauche ich hier im Raum eigentlich die Herren hier auf dem Panel und auch Herrn Färber nicht wirklich vorstellen. Aber da wir ja auch digitales Publikum haben, mache ich trotzdem eine ganz kleine Vorstellungsrunde. Und ich beginne mit dem parlamentarischen Staatssekretär im BMF, Dr. Florian Tonka. Herr Tonka hat Rechtswissenschaften studiert und dort auch seinen Doktortitel erworben. Er ist mit einer kleinen Unterbrechung seit 2005 für die FDP im Bundestag, war lange deren parlamentarischer Geschäftsführer und finanzpolitischer Sprecher und ist seit Dezember 2021 parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen. Herzlich willkommen nochmal, Herr Tonka. Ja, die Gefahr ist immer ziemlich groß, dass man die zugeschalteten Panel-Teilnehmer vergisst. Deswegen mache ich jetzt gleich weiter mit dem Europaabgeordneten Markus Färber. Herr Färber ist von Haus aus Ingenieur für Mikroelektronik und Umwelttechnik und er feiert auch nächstes Jahr einen 30. Geburtstag, nämlich als Europaparlamentarier. Er ist nämlich bereits seit 1994 für die EVP Mitglied des Europäischen Parlaments. Er ist Sprecher der EVP im ECON und für uns als Versicherer ganz besonders wichtig, weil er Berichterstatter für Solvency II ist. Herzlich willkommen auch, Herr Färber. Ja, vom Europaparlament zum Deutschen Bundestag herzlich begrüßen darf ich auch noch einmal den Abgeordneten von Bündnis 90 Die Grünen, Herrn Stefan Schmidt. Er hat Sozialkunde und Arbeitslehre-Didaktik auf Lehramt studiert und er sitzt seit 2017 für seine Partei im Bundestag. Er ist Mitglied im Finanzausschuss und Mitglied der AG Finanzen der Grünen-Fraktion im Bundestag. Herzlich willkommen, Herr Schmidt. Schön. Ja, last but not least, aus den eigenen Reihen begrüße ich auf dem Podium den Chief Insurance Officer Life and Health der Generali Deutschland, Uli Rothaufe. Er hat Wirtschaftswissenschaften studiert, war zunächst in der Beratung, bevor er 2004 dann bei der Generali Deutschland in der Konzernrevision eingestiegen ist. Es folgten verschiedene Führungspositionen im Controlling sowie in den Sparten. Und seit 2016 ist er Vorstand für das Lebensversicherungsgeschäft und seit Anfang des Jahres auch für das Krankenversicherungsgeschäft, also zusätzlich für das Krankenversicherungsgeschäft. Herzlich willkommen auch dir, Uli. Vielen Dank. Ja, meine Herren, ich möchte mit einer Art kleinen Aufwärmrunde beginnen, auch wenn es hier schon ziemlich warm im Raum ist. Und jeden von Ihnen fragen mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort, welches Ihre letzte Aktivität als Kleinanleger war. Haben Sie ETFs gekauft, eine Lebensversicherung und interessieren würde mich dann auch, dann sind es vielleicht zwei Worte, wie sind Sie dabei beraten worden oder sind Sie dabei beraten worden? Ich fange mal mit Herrn Färber, der links außen ist an. Links außen, nur sozusagen jetzt aus meiner Position. Ja, vielen Dank und schönen guten Abend in die Runde aus Straßburg. Wir haben Plenarsitzung diese Woche und es ist logistisch etwas schwierig, von Straßburg nach Berlin zu kommen und auch wieder zurück.
Darum Dankeschön, dass ich zugeschaltet bin. Mein letztes Investment war in der Tat ein ETF, ein globales sogar, also um eine breite Risikostreuung zu haben. Und ich habe mich gut beraten gefühlt. Herr Tonka. Also auch wenn ich mich jetzt nachhaltig unbeliebt mache, meine letzte Transaktion als Kernanleger war, dass ich alles verkauft habe, als ich mir ein Haus gekauft habe. Aber mit Gewinn oder selber, mit Verlust? Das habe ich selber gemacht. Aber selbstverständlich habe ich mich als Kleinanleger schon beraten lassen, sowohl im Versicherungsbereich als auch im Bereich verschiedener Geldanlagen. Sehr gut. Herr Schmidt. Ich kann das ehrlich gestanden gar nicht sicher sagen, weil man hat ja häufig auch so Fonds, die sich im Laufe der Zeit vergrößern und jeden Monat eine Zuzahlung erfolgt. Für meinen Sohn ist das tatsächlich ein Investment, das über eine Bank abgeschlossen wurde. Ich selber habe sowohl Fonds als auch ETFs. Meine Frau hat eher die typischen Versicherungsverträge Riester Rürup. Also alles dabei, aber was jetzt als letztes gekauft oder verkauft wurde, ich kann es nicht sicher sagen, weil wie gesagt, zumindest die Rate für meine Frau und meinen Sohn, die geht monatlich runter. Alles klar. Uli. Ja, ich teile das Schicksal von Dr. Tonka. Verschärft. Ich habe es im Landkreis München gekauft, beziehungsweise ein Grundstück und habe ein Haus gebaut. Ich habe aber durchaus die langlaufenden Lebensversicherungspolicen stehen lassen, da wo sie sind. Und insofern werde ich mich nach Alternativen in der Zukunft mit Sicherheit nochmal umschauen werden. Okay, also durchaus schon große Erfahrung als Kleinanleger in der Runde. Das ist eine gute Voraussetzung jetzt für die Diskussion, denke ich. Herr Tonka, ich hatte es eingangs gesagt und Herr Lehmann hat es auch angesprochen. Ziel der Retail Investment Strategy ist, die Beteiligung eben der Kleinanleger am Kapitalmarkt zu erhöhen. Und man möchte das tun, indem man Vertrauen in die Kapitalmärkte erhöht. Das wird auch in der Kantar-Studie nochmal unterstrichen. Sehen Sie im deutschen Markt ein Vertrauensproblem der Verbraucher in Finanzfragen? Also manchmal lohnt es sich ja erstmal bei den Annahmen auch anzusetzen. Nein, das sehe ich eigentlich nicht. Wir haben kulturell eine unterentwickelte Wertpapierkultur, das würde ich schon diagnostizieren. Wir haben über Jahrzehnte ein sehr konservatives Anlageverhalten gesehen, was in der Nullzinsphase nicht mehr zu den Realitäten auf dem Markt gepasst hat. Und wir müssen sicherlich als Gesellschaft insgesamt, finde ich, ein gesünderes Verhältnis zwischen Risiko und Chancen wieder bekommen. Das betrifft aber bei weitem nicht nur das Geldanlegen, sondern das gilt für Infrastrukturprojekte und das gilt für überhaupt Industrie und Chancen und Forschungsthemen. Wir haben eine zu hohe Risikoaversion und verpassen dadurch viele Chancen. Und das, würde ich sagen, gilt auch für unseren Kapitalmarkt und unser Anlageverhalten. Und in dem Sinne, glaube ich, können wir tatsächlich noch mehr tun, dass Vertrauen auch in die Chancen von Geldanlagen, auch von renditestärkeren Geldanlagen gestärkt wird. Also noch ein bisschen Luft nach oben, aber kein grundsätzliches Vertrauensproblem. Herr Ferber, wie sieht das denn für die anderen EU-Länder aus? Gibt es da ein grundsätzliches Vertrauensproblem? Ja, Europa ist sehr bunt und hat sehr unterschiedliche Regelungen. Wir haben ja ein Land, das ein Provisionsverbot hat und da geht es eher nicht um die Frage Vertrauensproblem, sondern eher um die Frage, wie sind dort die Märkte überhaupt organisiert. Da ist zum Beispiel die private Altersvorsorge professionalisiert, sodass dort quasi keine Lebensversicherungen verkaufbar sind. Auf der anderen Seite haben wir viele Mitgliedstaaten, die ähnlich funktionieren wie die Bundesrepublik Deutschland. Und ich kann nicht erkennen, dass wir da einen großen Vertrauensverlust haben. Die Geschichte von der Lehmann-Oma, Entschuldigung, wenn ich die in Erinnerung rufen darf, die alte Dame, die ein Zertifikat der Lehman Bank gekauft hat, das so vor 15 Jahren das Narrativ gebildet hat. Ich glaube, das haben wir deutlich überwunden. Die Kantar-Studie zeigt ja jetzt so ein bisschen, dass das Vertrauen in die Finanzmärkte eben auch so ein bisschen an der fehlenden Transparenz hängt. Herr Schmidt, wir haben, glaube ich, schon festgestellt, es gibt da ein bisschen Luft nach oben, was Informationen zu den untersuchten Anlageprodukten anbelangt. Zu komplex, teilweise schwer verständlich. Meine Frage an Sie, was glauben Sie denn, wie viel Transparenz der Kunde braucht und wie viel er verkraften kann? Also, wie viel er verkraften kann? Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Also zunächst, wie viel braucht er mehr, als wir momentan vorfinden? Das würde ich zunächst schon behaupten. Ich komme bei der grundsätzlichen Richtung, die ich mit den beiden Vorrednern teile, schon unterm Strich zu einer leicht anderen Einschätzung zu sagen, eigentlich ist der Vertrauens,
Verlust oder eigentlich das fehlende Vertrauen, das Vertrauensproblem schon ein relevantes. Hat ja auch die Studie gezeigt, dass nur 17% wirklich Vertrauen haben. Da haben sicherlich auch einige, Probleme auf dem Kapitalmarkt, Probleme auch im grauen Kapitalmarktbereich. Ich brauche die Beispiele nicht bringen, Procon, die P&R-Container und so weiter, haben sicherlich auch dazu beigetragen. Und sicherlich, das hat ja auch die Studie gezeigt, fehlt es an Transparenz. Die Vergleichbarkeit der Produkte ist schlicht und ergreifend schwierig herauszulesen. Wie viel sind tatsächlich die Kosten, die ein Produkt enthält? Wie viel ist tatsächlich für mich die effektive Rendite, mit der ich rechnen kann? Die andere Frage, Hälfte war ja, wie viel verträgt er auch, der Verbraucher, die Verbraucherin? Und da sprechen Sie natürlich einen Punkt an, der schon auch von Bedeutung ist. Wir haben an manchen Stellen schlicht und ergreifend auch so ein Information Overload. Genau. Mit anderen Worten, wir schütten die Kleinanlegerinnen und Kleinanleger zu mit Informationen, mit AGBs, mit Informationsblättern, mit hier noch eine Unterschrift und da noch. Und das große Problem, das wir ja am Markt feststellen, ist, und ich nehme mich da selbst nicht aus, man kann diese Hunderte, teilweise wirklich Hunderte von Seiten schlicht und ergreifend weder in der Situation lesen, noch macht man sich die Mühe, es im Nachgang zu machen. Hier wirklich es nochmal hinzukriegen, pointiert, auf den Punkt wirklich die wichtigsten Informationen in aller Kürze zusammenzufassen. Das ist, glaube ich, eine Aufgabenstellung, die wir noch vor uns haben. Weil, wie gesagt, wir haben viele verschiedene Begriffe für Gebühren, wir haben viele verschiedene Informationen, aber am Ende des Tages ist es so eine Informationsfülle, dass es für den Verbraucher oder die Verbraucherin schlicht und ergreifend dann doch nicht möglich ist, eine Transparenz zu bekommen, die er wahrscheinlich an und für sich hätte, wenn wir Vergleichbares wirklich auch vergleichbar machen würden. Uli, die Frage an dich sozusagen mit Blick auf die Sparte. Was haben wir denn heute sozusagen schon an Transparenz? Es ist ja nicht so, dass, Herr Schmidt hat es gesagt, der Kunde keine Informationen bekommt, sondern es ist ja vielmehr auch die Frage, ist es schon heute vielleicht auch zu viel? Also ich betrachte das eher aus dem Blickwinkel des Lebensversicherers und zwar aus dem Blickwinkel dann des Kunden. Wie schaut der Kunde drauf? So, und als einer der größten Lebensversicherer in Deutschland sehen wir das natürlich auch über unsere Beschwerdestatistik. Wir sehen das über letztendlich auch die Unmutsbekundungen der Kunden, ob sie sich zum Thema Transparenz nicht gut beraten fühlen, ob sie zu viel, zu wenig Transparenz, nicht die richtige Transparenz haben. Es ist ja die Frage nach der richtigen Transparenz. So, und da haben wir natürlich eine Vielzahl an regulatorischen Anforderungen über die IDD vorgegeben. Wir haben letztendlich Produktinformationsblätter, wir haben die Reduction in Yield, also versuchen tatsächlich auch im Rahmen des Product Oversight and Governance Verfahrens natürlich auch Zielmärkte zu definieren, Kunden zu definieren, um dann auch letztendlich die Werthaltigkeit des Produktes für den Kunden darzustellen. Das ist aus meiner Sicht eine Art der Transparenz, die ausreicht. Wenn ich in die Beschwerdestatistiken reinschaue, ist das Thema Transparenz, auch bezogen auf Kostentransparenz, auch bei den BaFin- und Ombudsmann-Beschwerden aus unserem Konzern, verschwindend gering. Also die fallen gar nicht auf. Das sind völlig andere Beschwerdegründe, die im Vordergrund stehen und gar nicht so sehr das Thema Transparenz und Kosten. Jetzt klang ja so ein bisschen in der Kantar-Studie an und auch in der Diskussion klingt es ja immer wieder an, dass das Transparenz sozusagen die Veröffentlichung der Informationen das eine ist, aber ob der Kunde es dann versteht, noch was anderes ist. Was machen wir denn zum Beispiel als Versicherer, damit der Kunde dass die Informationen, die er bekommt, versteht? Ja. Also ich will gar nicht sagen, dass wir da schon am Ende der Fahnenstange angelangt sind, aber vielleicht gibst du da eine kurze Info zu. Also wie gesagt, die Produktinformationsblätter bieten einiges, die Kennzahlen, die regulatorisch vorgegeben sind, bieten einiges. Und natürlich obliegt es dann auch im Beratungsprozess, dass der Berater dem Kunden auch transparent aufzeigt, mit welcher Rendite er letztendlich rechnen kann, mit welcher Rendite er rechnen muss. Und das möchte ich auch noch mal betonen, was mir wichtig ist. Und wir kommen vielleicht im Laufe der Diskussion auch noch dazu. Es gibt ja durchaus noch andere Hebel als Kosten, wenn ich über Rendite, ja, aber auch bei Versicherungsanlageprodukten spreche. Und insofern, glaube ich, muss man letztendlich
das Komplettpaket sehen, 360-Grad-Perspektive, weil im Rahmen einer Finanzberatung ja nicht nur der einzige Produktverkauf im Vordergrund steht, sondern wie kann ich den Kunden beraten in allen Themen der finanziellen Absicherung. Und da gehört eben mehr dazu als lediglich ein Produktverkauf, wo ich die Kosten und die Themen transparent darstelle. Aus meiner Sicht mit den Vorschriften haben wir ein ausreichendes Maß. Im Beratungsprozess wird das auch vom Berater mitgegeben. Die Frage ist nur, ist es die richtige Information? Ist es sozusagen die richtige Transparenz? Kann der Kunde da was mit anfangen oder nicht? Aber aus meiner Sicht ist die Transparenz definitiv schon gegeben. Zeigt aber auch nochmal, wie wichtig das Thema Beratung ist. Und das kam ja auch in der Kanter-Studie, Herr Jagdedal hat es ja kurz angesprochen, eben auch rüber, dass es sozusagen ohne die Beratung in der Regel nicht geht. Genau. Herr Ferber, die Kommission will auch die Überlappung und regulatorischen Inkonsistenzen in den einzelnen Ländern bereinigen. Das hört sich ja zunächst mal sehr vielversprechend an. Wo gibt es denn, haben Sie einen Überblick, wo es denn heute Inkonsistenzen in diesen Informations- und Offenlegungsvorschriften gibt, also wo man wirklich dran muss? Da gibt es eine ganze Latte von Problemen, die sich aus der unterschiedlichen europäischen Gesetzgebung ergeben. Herr Rothaufe hat ja gerade darauf hingewiesen, dass für Versicherungsprodukte die IDD zuständig ist, für Finanzprodukte ist die MiFID zuständig. Und die haben schon zwei unterschiedliche Ansätze. Die MiFID hat ein Qualitätsverbesserungsgebot und die IDD hat eine Kundennutzungsbetonung. Und soll dem Kundennutzen nicht abträglich sein, was hier an Provisionen bezahlt wird. Die Frage ist ja, ob man diese zwei unterschiedlichen Ansätze überhaupt zusammenbringen kann, zusammenbringen will. Da habe ich noch wenig von der Kommission gehört. Wir haben auf der anderen Seite zum Beispiel diese Basisinformationsblätter, die aus der BRIPS-Regulierung kommen, die wieder im Widerspruch sind zu dem, was in der MiFID an Kundeninformationen bereitgestellt werden muss. Wir haben da unterschiedliche Periodizitäten, also kriege ich da monatlich was, kriege ich vierteljährlich was. Ich kriege es von meinem Depot vierteljährlich mit sehr detaillierten Aufstellungen, obwohl da fast gar nichts drauf passiert, weil ich gerade kein Haus kaufe. Insofern ist die Frage, was ist da der Mehrwert? Die Basisinformationsblätter haben wenig Informationswert, um das mal ganz deutlich zu sagen. Ich habe mir da deutlich mehr gewünscht und auch mehr Einfachheit. Und Kollege Schmidt hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass man eher mit Informationen zugeschüttet wird, als dass man wirklich brauchbare Informationen als Anleger, als Verbraucher hier bekommt. Da sehe ich einen ganz großen Bedarf, diese Inkonsistenzen auch aufzulösen. Ich hatte schon im Rahmen der Gesetzgebung damals darauf hingewiesen, dass es diese Inkonsistenzen gibt. Und leider hatte die Kommission das nicht aufgegriffen. Da sind wir seit Jahren dahinterher. Wir haben aber noch ein zweites Problem, worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben und was auch die Kanter-Studie nicht adressiert. Wir haben ja auch mittlerweile viele Finanzberatungen, die über Applikationen, die auf dem Smartphone stattfindet. Da muss natürlich auch gewährleistet werden, dass die Verbraucherschutzregeln eingehalten werden, dass sie durchgesetzt werden. Und ich glaube nicht, dass Robo-Advice die Mutter aller Lösungen ist, um eben die Geeignetheit, die Angemessenheit, was ja heute geprüft werden muss, auch entsprechend abzufragen. Und auch das ist ein Thema. Ich kann nicht auf der einen Seite Banken und Versicherungen ganz massiv reinregulieren und die digitale Welt quasi außen vor lassen. Auch das ist ein Problem, das ich hoffe, dass es in der Retail-Investment-Strategie dann auch angesprochen wird und gelöst wird. Es ist gut, dass Sie das Thema Robo-Advisor ansprechen, weil das ist eine gute Überleitung zu der Frage, die ich Herrn Tonka stellen wollte. Für das Thema sozusagen Verständlichkeit, Transparenz von Produkten ist ja auch das Thema Komplexität von Produkten entscheidend. Mhm. Und es liegt mir so ein bisschen auf der Zunge, die provokative Frage zu stellen, ob es denn überhaupt einfache Finanzprodukte geben kann, auch Finanzprodukte, die dann tatsächlich als ohne Beratung über Robo-Advisor vermarktet werden können. Also ohne Beratung und über Robo-Advisor ist ja schon ein Widerspruch in sich, sondern es ist die Frage, ist der Mensch derjenige, der die Beratungs- und die Empfehlung abgibt oder gibt es Algorithmen, die so gut sind, dass sie es tatsächlich auch mit einer menschlichen Beratung aufnehmen können. Ich würde auch in der Tat sagen, wir müssen da der Technologie durchaus auch offen gegenüberstehen. Ich habe vorhin auch dafür geworben, dass wir generell mit unserer sozusagen Einstellung nicht immer nur die Risiken sehen. Aber natürlich
unterliegt eine sozusagen Information gerade eines wenig vorgebildeten Anlegers über einen Robo-Advisor nochmal anderen Risiken, je nachdem, was die Qualität dieses Computerprogramms am Ende liefert. Also ich würde tatsächlich gerade den weniger informierten Anlegern empfehlen, es nicht primär über den Robo-Advisor zu machen, sondern über jemanden, dem man auch eine Rückfrage stellen kann, wenn man irgendwas nicht verstanden hat. Aber wir sollten es auch nicht prohibitiv regulieren, sondern angemessen und dafür sorgen natürlich, dass dann auch da, wo zum Beispiel Kleinanleger Robo-Advisor in Anspruch nehmen, ähnliche Schutzstandards auch vielleicht dann passend für die Technologie gefunden werden, die es ermöglichen, dass man da nebeneinander organisiert. Jetzt wird so in der Kantar-Studie auch das Thema Vergleichbarkeit, bessere Vergleichbarkeit sozusagen der Produkte angemerkt. Haben Sie das Gefühl, und das wäre auch eine Frage, die ich an Uli bzw. an Herrn Faber gerne nochmal stellen würde, dass man Kapitalanlageprodukte, klassische Kapitalanlageprodukte und Versicherungsanlageprodukte so einfach vergleichen kann? Nein, natürlich nicht, weil es jetzt nicht das eine Musterprodukt gibt. Und selbst wenn man regulatorisch ganz viele Vorgaben machen würde, wäre es natürlich trotzdem so, dass der Produktersteller wiederum Entscheidungen treffen müsste, was nehme ich da rein, wo investiere ich jetzt konkret, sodass man am Ende vielleicht eine Art Grundvergleichbarkeit oder Ähnlichkeit von Produkten normieren kann, aber es doch am Ende wieder Unterschiede gibt. Also ich glaube, beim Geldanlegen ist es am Ende immer noch irgendwo eine, wie bei vielen anderen Kaufentscheidungen übrigens auch, eine Entscheidung, die man treffen muss. Scheint mir das plausibel zu sein, es überzeugt mich das. Und je wichtiger es natürlich ist für den Anleger, also wenn es wirklich um die eigene Altersvorsorge im Kern geht, nicht um Geld, das man vielleicht Add-on hat, sondern wirklich, wo man von abhängig ist, um seinen Lebensstandard im Alter so zu haben, wie man das gerne haben möchte, dann muss man sicherlich gründlicher nachfragen und wahrscheinlich auch konservativer anlegen. Aber das sind Entscheidungen, wo ich glaube, die kann man nicht komplett automatisieren und auch durch Regulatorik nicht so machen, dass da am Ende keine Fehler oder keine Enttäuschungen auftreten. Was wir hinkriegen müssen, ist in der Tat, dass alle, die Produkte machen, sich wirklich klar Gedanken machen über den Zielmarkt, dass Berater sich über die Geeignetheit im Klaren sind und selbstverständlich auch, dass es so sein muss, dass am Ende auch der Anleger den Nutzen hat und das nicht alleine irgendwo beim Produktersteller oder beim Berater verbleibt. Und da haben, glaube ich, alle, auch die Branche selber, ein Interesse daran, dass die nicht zum Nutzen des Anlegers beraten, auch aus dem Verkehr gezogen werden, dass das auch erkennbar wird oder dass die Aufsicht auch sich mit denen vertieft beschäftigt. Aber Perfektionismus im Sinne von, wir können jede Enttäuschung ausschließen, davor warne ich. Ich glaube, das macht es nur teurer und das ist auch nicht im Kundennutzen. Ich vermute mal keinen Widerspruch. Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich würde die Brücke nochmal bauen, genau zu dem Thema, warum ist es nicht vergleichbar und wie kann Technologie auch den Beratungsprozess unterstützen? Weil Technologie steht ja nie für sich selber. So, Technologie muss Nutzen stiften und ich glaube, Technologie kann im Rahmen von Beratung selber auch einen Nutzen stiften. Also das heißt, Technologie unterstützte Beratung, aber wir sehen das ja auch, wenn ich das vergleiche mit den Versicherungsanlageprodukten, welche Versicherer haben denn welchen Erfolg, auch gerade bei fondsgebundenen Lebensversicherungen, wenn man das mal vornimmt, dann sind das in der Tat die technologiebasiert auch unterstützt, persönlich beraten. Und das ist letztendlich auch das, um den Menschen die Kapitalmarktnähe auch von den Menschen, die sich nicht damit auskennen, auch deutlich näher zu bringen. So, und da kann Technologie unterstützen, also Technologie eher im Sinne der Beratungsunterstützung als Technologie für sich selber. Und ich kenne heute keinen Robo-for-Advisory-Prozess oder keinen Fintech, der wirklich einen Durchbruch oder das wirklich einen Durchbruch geschafft hat in der Beratung, wenn es eben ohne persönliche Beziehung geht. Herr Faber, ein weiteres Stichwort in der Kantar-Studie, aber auch bei den Zielen der Retail Investment Strategy ist das Thema Angemessenheit. Können Sie uns kurz sozusagen einen kleinen Überblick geben, was da konkret auf EU-Ebene diskutiert wird? Wir haben ja schon heute Vorschriften mit Blick auf Best Advice. Wir haben eine MiFID, also ist ja angesprochen worden, MiFID II, wir haben IDD. Reicht das jetzt alles nicht mehr aus oder? Also ich glaube, die Angemessenheitsprüfung deckt schon sehr weit ab, was hier abzufragen ist. Die Frage ist eben, ob das bei digitalen Applikationen auch in der Detailtiefe abgefragt wird, wie es eigentlich vom Gesetzgeber gewünscht ist. Es geht um die Anlageziele. Ja, ein Lebensversicherungsprodukt ist was anderes, wie wenn ich einen Finanzplan einbezahle, weil ich mal einen größeren Urlaub mir leisten will oder eine neue Küche kaufen will. Das macht man traditionell nicht über ein Lebensversicherungsprodukt. Also das sind die Anlageziele, aber auch die Frage der Risikobereitschaft.
Ich gehe gerne in Finanzberatungen, um einfach das mal abzutesten, ohne dass ich eine Anlageziel habe, sondern einfach um mal zu schauen, wie wird das in der Praxis umgesetzt. Gerade bei dem Thema Risikobereitschaft wird man ganz schnell in irgendeine Schublade gesteckt, hochrisikoorientiert, ganz zurückhaltend, wird aber, glaube ich, der Problematik auch nicht gerecht. Die Risikotragfähigkeit, welches Risiko kann ich als Einzelner tragen, kann ich auch Verluste tragen, das ist ausdrücklich in der MiFID, in der Finanzberatung auch so benannt. Welche Kenntnisse, welche Erfahrungen habe ich schon mal in ein Finanzprodukt investiert oder komme ich vom Sparbuch her, Entschuldigung, wenn ich es mal so deutlich sage, das muss berücksichtigt werden und natürlich auch seit Sommer letzten Jahres die Nachhaltigkeitspräferenzen, die hier abgefragt werden müssen, verpflichtend. Das ist schon ein sehr umfangreicher Fragenkatalog, der auch dokumentiert werden muss. Und wie gesagt, in der Face-to-Face-Beratung, sei es bei einem Versicherungsvermittler, sei es bei einer Bank, sei es bei einem unabhängigen Berater, findet das sehr intensiv statt und wird auch von der Finanzaufsicht sehr intensiv geprüft, ob das alles richtig stattgefunden hat. Ich glaube nicht, dass wir da noch was dazu erfinden müssen. Meine Sorge ist wirklich, wie gehen wir im digitalen Bereich damit um, wenn jemand rein digital investiert, das nicht nur als unterstützendes Tool nutzt, um mal aktuell nachzuschauen, was ist mein aktueller Stand auf dem Depot oder gibt es ein neues Informationsblatt zu meinem Produkt, gibt es da irgendwelche neuen Informationen, weil sich irgendwas auf den Märkten ereignet hat. Wenn also reine digitale Beratung und Einstufung und Angemessenheitsprüfung stattfindet, da habe ich bisher nicht das Gefühl, auch da mache ich mir ab und zu einen Spaß, so eine App runterzuladen und versuchen reinzukommen. Bei guten Apps bleibe ich immer hängen beim PEP, bei der Political Exposed Person, weil sie mich nicht nehmen dürfen und eine Extraprüfung machen müssen. Das machen aber nicht alle Applikationen, ich sage das mal ganz deutlich. Und allein das zeigt mir schon, dass da in der digitalen Welt noch sehr viel Luft nach oben ist, um überhaupt das, was heute vorgeschrieben ist, auch entsprechend umzusetzen. Zur Angemessenheit von Produkten gehört ja auch das Thema, welchen Nutzen der Kunde für sein Geld bekommt, also das Stichwort Value for Money. Herr Schmidt, Sie und Ihre Partei fordern, ich hätte beinahe gesagt, in Einigkeit mit den Verbraucherschützern mehr Value for Money. Ich würde ganz gerne von Ihnen mal wissen, was das für Sie konkret heißt und worauf diese Forderung gestützt ist. Ich würde mal sagen, ähnlich wie in allen Teilbereichen der Marktwirtschaft geht es darum, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu haben. IOPA hat ja das an der Stelle auch fokussiert und da stellen wir natürlich bei vielen Produkten schon fest, dass die Kosten vergleichsweise hoch sind, die Rendite dadurch etwas oder teilweise auch deutlich niedriger. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir natürlich gerade bei so weitreichenden Produkten aufpassen, wie wenn es um die Altersvorsorge geht, wenn es wirklich um die Absicherung des Alters geht, da sicherzustellen, dass eben diese Lücke, von der wir ja wissen, dass wir sie im Alter haben, möglichst klein ist. Und deshalb muss natürlich am Ende des Tages auch die Rendite stimmen. Wir haben neue Herausforderungen, neue Probleme. Die Inflation im letzten Jahr bei knapp 10%, Herr Tonka weiß es besser als ich, wo auch noch nicht ganz klar ist, wie wird die Entwicklung in den nächsten Jahren sein. Das sind schon Herausforderungen, wo wir Acht geben müssen, dass wir wirklich am Ende des Tages auch eine gute Rendite erreichen. Und ich glaube, dass wir an der Stelle auch die Konsumentinnen und Konsumenten, die Verbraucherinnen und Verbraucher noch mal stärker ins Blickfeld rücken müssen, zum Beispiel was die Flexibilität von Entnahmen aus Geldanlagen angeht, Stichwort Entnahmepläne, Stichwort Verrentung. Ich glaube, dass wir an der Stelle tatsächlich die Diskussion einfach noch mal führen müssen, ja. Also zu dem Kostenthema kommen wir gleich noch mal, aber beziehungsweise Uli, du hattest eben schon angesprochen, dieser Blick so auf die Kostenseite als Hebel für Rendite ist vielleicht ein bisschen eng. Vielleicht kannst du das mal erläutern. Ja, natürlich ist das etwas eng, weil es gibt ja zwei weitere Hebel, zwei große Hebel oder zwei Funktionen, die wichtiger sind als die Kosten. Wenn ich jetzt rein auf beispielsweise fondsgebundene Lebensversicherungen schaue, das ist A, das Thema Zeit.
weil es ist auch völlig klar, dass die Kosten bei einem langlaufenden Lebensversicherungsprodukt, je länger das Produkt läuft, sind die Kosten in der Nettorendite nachher beim Kunden deutlich irrelevanter, als würde ich das nur für ein oder zwei Jahre abschließen. So, das heißt, verschwindend gering teilweise bei 30 Jahren. Sodass zum Beispiel? Hast du eine? Ja, es gibt ja unterschiedliche Studien, die aufzeigen, dass wenn ich einen bestimmten Kostenansatz wähle und ich den 4% Kostenansatz reduziere auf 2,5 Kosten, gemessen an den Bruttobeitragssummen, dass ich bei entsprechenden Produkten, die 20, 30 Jahre laufen, und zwar je länger laufen, desto niedriger, tatsächlich nur einen Unterschied in der Nettorendite des Kunden habe, die ungefähr im Bereich von 0,1% liegen. So, und da sage ich, wenn ich dafür, für diese minimale Differenz, hochwertige qualitative Beratung bekomme, mit dem größeren Hebel auf, wähle ich die richtigen individuellen Anlageformen im Zielmarkt für den Kunden aus, berate ich ihn individuell richtig, was ist seine Risikosituation, was ist sein Anlagehorizont, was ist seine Anlageperspektive, dann bin ich, glaube ich, extrem gerne bereit, das zu investieren, weil am Ende des Tages ist die Rendite nur bezogen auf die Produkte größer und wenn ich langlaufende Produkte nehme, spielen die Kosten aus meiner Sicht keine Rolle. Also heißt Altersvorsorge ist auch eine Funktion der Zeit und je früher ich anfange, desto besser. Und davon müssen wir die Menschen überzeugen, ja, dass sie früh anfangen und dann spielen die Kosten im Prozess auch keine Rolle. So, das gibt es unterschiedliche Studien. Man kann auch sehen, dass in den letzten Jahren rein kapitalmarktorientierte Produkte, also wenn ich 100% Aktienfonds ja, als fondsgebundene Lebensversicherung wähle, die Rendite auch im Schnitt pro Jahr deutlich höher ist, Nettorendite nach Kosten, auch wenn ich die Rückkaufswerte anschaue, als bei letztendlich Garantieprodukten. Aber das ist dann eben auch die Frage, was ist der Bedarf des Kunden? So, und deswegen muss ich genau abwägen. Und das ist auch der Grund, warum qualitative, hochwertige Beratung so wichtig ist, dass ich individuell auf den Kunden eingehe, ja, weil die finanzielle Situation für den Kunden sich natürlich komplexer darstellt, ja, als die für den Berater. Und das ist aus meiner Sicht die wichtigere Funktion. Also früh anfangen, sehr viel Zeit mit rein, dann richtig den Kunden individuell beraten nach seinem Bedarf und dann auch an den Kapitalmärkten partizipieren, weil die langfristig über 20, 30 Jahre ja, mit Sicherheit eine deutlich höhere Rendite versprechen. Geht ja auch so ein bisschen in Richtung mehr Risiko eingehen, genau. Und nicht mehr auf die klassische. Wenn man früh anfängt, gerne mehr Risiko. Ja, und ja. Das ist, glaube ich, auch ein Hebel. Herr Schmidt, Sie wollten was dazu sagen. Ja, um hier nicht falsch verstanden zu werden. Ja. Ich bin da vollkommen bei Ihnen, dass selbstverständlich Beratung auch was kosten darf, was kosten muss. Beratung, gute Beratung hat ihren Preis und es muss für die Kundinnen und Kunden, egal wie sie beraten werden, letztendlich auch klar sein, dass das nicht kostenfrei ist, sondern dass das wirklich auch seinen Preis haben muss. Nichtsdestoweniger würde ich unterm Strich schon auch zur Auffassung kommen, zu sagen, spielen wir jetzt das eine Deck gegen das andere aus, sondern versuchen wir bei möglichst guter Beratung trotzdem die Kosten möglichst niedrig zu halten. Und, Herr Tonka, wollen Sie was dazu sagen? Gerne, wenn Sie. Und damit sind wir natürlich im Prinzip auch so ein bisschen schon fast beim Elefanten im Raum, nämlich der Frage der Kostenbetrachtung eben provisionsgestützter Produkte versus honorarberatender Produkte. Wir haben eben gehört, dass wir sozusagen nicht genau sagen können, worauf diese Korrektur in der Kanter-Studie zurückzuführen ist. Und Herr Brodesser hatte ja auch angemerkt, wir müssen aufpassen, dass hier nicht Äpfel mit Birnen verglichen werden. Also eben Produkte, die honorarberatend verkauft worden sind, aber ohne dann eben den Betrag für die Honorarberatung gegen dann Produkten gegenübergestellt worden sind, die provisionsbasiert sind. Trotzdem ist sozusagen, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Diskussion um die Retail Investment Strategy sich ganz stark eben auf diese Frage Honorarberatung versus Provisionsberatung fokussiert. Herr Tonka, Ihr Minister Lindner hat einen entsprechenden Brief auch an die Kommissarin geschrieben. Herr Ferber hat auch einen Brief an die Kommissarin geschrieben. Andere Länder sind nachgezogen. Man verspürt doch einen relativ deutlichen Widerstand gegen das möglicherweise im Entwurf stehende Provisionsverbot. Warum fokussiert sich das so stark auf dieses Thema, wenn Herr Rothoff ja gerade dargestellt hat, das ist gar nicht der größte Hebel?
Also vielleicht, weil es dann doch das kontroverseste Thema ist und auch das weitreichendste, wenn es denn kommt, das folgenschwerste für den Markt und für die Frage, wie Beratung künftig laufen soll oder ob es sie überhaupt noch gibt, um es auch mal so zu sagen, ob es sie überhaupt noch gibt oder ob es sie gar nicht mehr geben wird in dem Umfang. Also insofern, das ist doch klar, dass man sich politisch jetzt nicht über die Frage streitet, ob man mehr Konsistenz zwischen PRIIPs und MiFID und vielleicht noch IDD haben will. Wer will das nicht? Alles, was da passiert, bin ich dafür, wollen wir. Aber bei der Frage ist es eben politisch kontroverser und dann fokussiert sich das da drauf. Und Christian Lindner hat in der Tat als erster Finanzminister in Europa da Position bezogen. Und ich glaube, die Diskussion entwickelt sich in den Mitgliedstaaten jetzt auch in die Richtung, dass weit überwiegend, es gab eine Expert Group Anfang März, die sich damit befasst hat, weit überwiegend die Skepsis gegenüber einem Provisionsverbot überwiegt. Und nun wird die Kommission, glaube ich, sehr klug beraten sein, das Stimmungsbild aus der Expert Group einzubeziehen und einen Vorschlag vorzulegen im Mai, wo ich weiterhin hoffe, dass angesichts der sozusagen auch absehbaren politischen Sichtweisen im Rat und unter den Mitgliedstaaten kein Provisionsverbot mehr enthalten sein wird, sondern wir uns wirklich auf die Themen konzentrieren, die den Kapitalmarkt für Kleinanleger interessanter machen und sie nicht, gerade die weniger informierten Kleinanleger, faktisch aus der Beratung und damit auch aus der Teilnahme am Kapitalmarkt ausgrenzen. Haben Sie mal im BMF kalkuliert, welche volkswirtschaftlichen Auswirkungen ein Provisionsverbot denn in Deutschland hätte? Das kann man, glaube ich, schwer quantifizieren, weil man natürlich nicht so richtig sagen kann, wie dann genau der Markt sich entwickeln wird hinterher. Es ist schwer volkswirtschaftlich zu quantifizieren. Da müssen Sie auch alle möglichen Effekte noch reinrechnen, die sich gar nicht auf die Anleger selbst beschränken, sondern auf die Frage, wie viel geht überhaupt in den Kapitalmarkt, schwer zu quantifizieren. Aber das Hauptargument oder die Hauptsorge, die wir haben bei einem Provisionsverbot, ist in der Tat, dass wir gerade bei den Anlegern, die am meisten auf Beratung angewiesen sind, einen sozusagen ausschließenden und keinen inklusiven Effekt sehen werden. Und wiederum umgekehrt, dass bei Leuten, die sehr viel Geld anlegen können, eine Honorarberatung wirtschaftlich viel eher darstellbar ist, dass man das vielleicht sogar lieber unterschreibt, vielleicht damit sogar weniger bezahlt als bei einem Provisionsprodukt, wenn die Summen sehr hoch werden. Das kann sein. Aber das gilt eben gerade für die, wo die Informationsasymmetrie am größten ist und die deswegen eigentlich am schutzwürdigsten sind, eben weniger. Und deswegen ist unser Argument vor allem dieses. Und zu quantifizieren ist, glaube ich, insgesamt eine anspruchsvolle Sache, die auch andere bisher nicht vermocht haben. Herr Färber, jetzt werden ja die Niederlande und Großbritannien als Märkte, die eben ein Provisionsverbot eingeführt haben, immer so ein bisschen als Referenzbeispiel für die, sagen wir mal, guten Aspekte eines Provisionsverbots herangezogen. Lässt sich das aus Ihrer Sicht übertragen? Ich habe es vorhin ja schon mal kurz angedeutet, das lässt sich leider nicht übertragen. Darüber muss man sich im Klaren sein. In den Niederlanden ist das alte Altersvorsorgesystem im Wesentlichen auf die betriebliche Altersvorsorge gestützt, mit gemanagten Fonds, die von professionellen Managern verwaltet werden. Ich habe vorhin schon gesagt, in den Niederlanden können Sie keine Lebensversicherung verkaufen, weil die dritte Säule, die private Altersvorsorge, völlig unterentwickelt ist. Ja, genau aus diesem Grund heraus. Und selbst aus den Niederlanden höre ich auch in Anwesenheit der Chefin der EIOPA, die ja selber Niederländerin ist und den Markt am besten kennt, dass es hier schon ein Problem gibt, dass gerade Kleinanleger vollständig vom Kapitalmarkt ausgeschlossen sind, weil es niemanden gibt, der ihnen eine Beratung gibt. Im Vereinigten Königreich zunächst mal das formale Argument, das ist für mich jetzt nicht ganz so relevant, weil das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlassen hat und deswegen kann es nicht Modell für Europa sein, weil die EU zu verlassen ist kein Vorbild für uns, um das ganz deutlich zu sagen. Aber auch hier hat die nationale Aufsichtsbehörde, die FCA, sich jetzt ganz aktuell mit der Frage beschäftigt, wie Kleinanlegern der Zugang zu Finanzprodukten verbessert werden kann. Es gibt also wohl hier ein sogenanntes Advice Gap, also eine Lücke in der Beratung, die geschlossen werden sollte, sonst würde die FCA, die nationale Aufsicht im Vereinigten Königreich, ja nicht auf die Idee kommen, genau das in einer Studie zu hinterfragen. Insofern glaube ich schon, Europa lebt von seiner Vielfalt. Unser Motto heißt in Vielfalt geeint und wir sollten nicht in Einfalt geeint sein.
die Vielfalt heißt, dass wir unterschiedliche Vertriebssysteme haben, unterschiedliche Wege haben, wie auch Kleinanleger Zugang zu Kapitalmärkten bekommen können. Und das sollte man dann auch, wie wir es bisher geregelt haben, subsidiär in der Subsidiarität, die Mitgliedstaaten können es selber entscheiden, wie sie es gerne haben wollen. Das sollte man auch einfach so belassen. Und Deutschland hat sich aus guten Gründen gegen ein Provisionsverbot ausgesprochen. Und das mögen wir in Deutschland für uns diskutieren und für uns entscheiden. Und wenn die Holländer das anders haben wollen, dann sollen sie es in Holland anders haben. Wie gesagt, vergleichbar sind die Märkte nicht. Wenn wir eine solche starke zweite Säule in der Altersversorgung hätten, würde sich Generali auch schwer tun, hier Lebensversicherungen zu verkaufen. Das muss man ganz deutlich sagen. Und dieser Advice Gap, den Sie angesprochen haben, der ist ja vor allen Dingen, glaube ich, bei einkommensschwächeren Natürlich. So, heute hat der Sparkassen- und Giroverband eine Zahl veröffentlicht, dass 50% der Anleger bei den Sparkassen im Monat weniger als 100 Euro und fast ein Viertel weniger als 50 Euro im Monat wegsparen. Die hätten keinen Zugang mehr, weil die fangen nicht an, erstmal, was kostet die durchschnittliche Beratung beim unabhängigen Berater, 180 Euro in der Stunde, glaube ich, erstmal 180 Euro auf den Tisch zu legen. Dann weiß man gar nicht, ob in einer Stunde alles auch ordentlich beraten ist. Das sind mindestens 3, wenn nicht gar ein halbes Jahr, das, was sie anlegen wollen. Da wird ja wirklich ein solches Advice Gap entstehen. Und trotzdem, Herr Schmidt, haben Sie sich, also wenn ich das richtig verstanden habe, innerhalb von Bündnis 90 Die Grünen doch eher auch für ein Provisionsverbot stark gemacht? Oder habe ich das falsch interpretiert? Also die Position der Grünen hat sich nicht geändert, wie es mancher Bericht in der Öffentlichkeit vielleicht suggeriert hat, sondern wir sind an der Stelle relativ klar Freunde von einer Honorarberatung. Das ist auch nicht in Abrede zu stellen. Nichtsdestoweniger ist das... Die haben wir ja schon in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass es keine Honorarberatung gibt, aber die, wir haben die, aber wenn ich Herrn Färber als Referenz nehmen darf, unterschiedliche Vertriebswege, wenn ich de facto feststelle, dass wir eine Honorarberatung im Bereich von, ich glaube, 1% ungefähr haben, dann ist das schon ein deutliches Ungleichgewicht. Und ich finde, dass wir da nicht grundsätzlich sagen sollten, jeder hat die freie Wahl, sondern wir haben da schon auch deutliche Unterschiede zwischen den Modellen. Viele Menschen wissen gar nicht den Unterschied, wissen gar nicht, kennen gar nicht das Angebot, das es auch noch gäbe auf dem Markt. Vor dem Hintergrund würde ich mir schon sehr wünschen, dass wir deutlich stärker die Honorarberatung auch ins Blickfeld rücken und dass wir wirklich auch mal aufzeigen, vielleicht ist doch das ein oder andere dabei, was wir von anderen Ländern lernen können, was günstige Produkte angeht, was einfachere und ja, zielsicherere Beratung angeht. Beratung heißt am Ende des Tages eben nicht Verkaufsgespräch, sondern muss auch heißen, ich empfehle dir an der Stelle nichts zu machen als Beispiel. Und ich finde, dass wir an der Stelle also tatsächlich noch Nachholbedarf haben, dass man Versicherungsprodukte, die ich bei einem Honorarberater erwerben, teilweise einfach nicht erwerben kann, weil sie exklusiv für die Honorarberatung gedacht sind, dass wir unterschiedliche Besteuerung der beiden Beratungsvorgänge haben. All das sind schon Punkte, wo ich glaube, dass wir noch Verbesserungsbedarf haben. Ich bohre jetzt an der Stelle mal nicht so stark weiter, weil das vielleicht ja auch noch Abstimmungsbedarf zwischen den Regierungsparteien in Bezug auf das Thema das gibt. Darüber haben wir noch nie gesprochen. Das dachte ich mir. Nee, das ist, deswegen wollte ich jetzt nicht die Erste sein, die sie zusammenbringt. Das ist unstrittig und vielleicht war das auch ein Stück weit der Punkt, warum wir uns auch noch mal zu Wort gemeldet haben, weil natürlich Herr Lindner mit seiner Position ins Blickfeld rücken wollte und wir an der Stelle schon auch zum Ausdruck bringen wollten, das ist noch nicht die geeinte Position der Bundesregierung. Und das gehört natürlich auch dazu in einem demokratischen System, dass man unterschiedliche Auffassungen haben darf. Und wie gesagt, da hoffe ich, dass wir am Ende unterm Strich was Besseres draus machen, als wenn wir nur sagen, der eine setzt sich 100% durch und der andere zu 0%, sondern meistens ist uns das, so würde ich zumindest behaupten, in dieser Regierung
bisher schon gelungen, dass wir in der Unterschiedlichkeit am Ende zum eher besseren Ergebnis gekommen sind. Wie gesagt, ich bohre jetzt an der Stelle mal ganz bewusst nicht weiter. Vielleicht ergibt sich da auch das eine oder andere nachher noch in der Off-the-Record-Diskussion. Sie haben es angesprochen, Herr Schmidt, demokratische Diskussionen muss kontroverse Meinungen erlauben. Dafür sind auch unsere Veranstaltungen da. Aber bevor ich sozusagen jetzt hier auch gleich nochmal fürs Publikum öffne, würde ich gern einen Punkt noch ansprechen, der uns als Versicherer auch wirklich sehr am Herzen liegt, der eben auch im Prinzip in der Retail Investment Strategy angeteasert wird, nämlich das Thema finanzielle Verbraucherbildung. Ich glaube, in der Diskussion ist deutlich geworden, Herr Tonka, dass man Stellschrauben auf der Anbieterseite hat, an denen man drehen muss, aber mit Blick sozusagen auf die Kundenseite sollte man tatsächlich auch noch mal etwas stärker das Thema finanzielle Verbraucherbildung in den Fokus rücken. Jetzt ist so ein bisschen die Frage an der Stelle an die Bundesregierung, was kann man denn tun, um die Finanzbildung der Bevölkerung weiter zu erhöhen? Heute und morgen, glaube ich, hat Frau Stark-Watzinger den Bildungsgipfel. Ich habe mal ins Programm geguckt, da habe ich jetzt noch nichts gesehen zum Thema finanzielle Verbraucherbildung. Vielleicht habe ich auch nicht ordentlich hingeguckt, aber sozusagen wo kann man da ansetzen? Auch wenn das sicher nicht allein das Thema von Frau Stark-Watzinger ist. Das ist auch ein ganz großes Thema, wo ich glaube, dass wirklich sowohl die Länder mit Blick auf die Schulen als auch der Bund mit Blick sozusagen auch auf den Finanzmarkt, auch auf Verbraucherthemen, die er ja reguliert, sehr viel mehr tun muss, weil wir ja immer wieder an den Punkt kommen, dass wir versuchen, Informationsasymmetrien möglichst auszugleichen durch Regulatorik, und vielleicht ist das auch eine schöne Lösung, mal zu sagen, wir verkleinern sie zumindest ein bisschen, indem wir einfach auf der Verbraucherseite die Informationsbasis verbessern. Das könnte, glaube ich, viel wirksamer sein, als zu sagen, wir machen jetzt noch eine Regel und noch irgendeine Dokumentationspflicht. Und insofern ist es bei uns ein Thema, das eine große Rolle spielt, wo wir gerade dabei sind zu überlegen, was der Bund tun kann, der das nicht in den Schulen machen kann, aber der insgesamt natürlich über die Kompetenz für den Finanzmarkt, für den Verbraucherschutz eine Rolle haben kann, so eine Diskussion in Schwung zu bringen, anzustoßen und dann möglichst auch mit Maßnahmen zu unterlegen. Braucht es da nicht vielleicht auch sowas wie eine Private-Public-Partnership? Also wir als Unternehmen wären ja durchaus willig, auch dazu beizutragen, zum Thema finanzielle Verbraucherschutz. Der Finanzminister besonders gern, denn Public-Private-Partnerships sind da immer auch finanziell unterlegt. Nehmen wir gerne als, nein, selbstverständlich. Also wenn, aber dann richtig, ne? Dann Partnership, dann richtig. Ist schon denkbar, wobei natürlich, es muss natürlich schon so sein, dass die Verbraucher in der Tat auch darauf vertrauen, dass sie objektiv informiert werden, dass sie, also da müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, das Ziel jedenfalls eint uns, dass wir alle ein Interesse daran haben, dass wir insgesamt finanziell eine besser gebildete Gesellschaft haben, in der diese Themen auch eine größere Rolle spielen, auch schon früher stattfinden. Übrigens ich stelle gerade fest, dass bei denen, die nach der Schule auf die Hochschule gehen, die studieren, das ganz spät anfängt, während die Azubis ja zumindest mal so mit 16, 17 erfahren, was man so alles abgezogen kriegt vom Lohn und viele andere Dinge, ist das ja bei den Abiturienten und Hochschulabsolventen so Ende 20 mal, wenn es gut läuft. Also auch da sollte man sich, glaube ich, mal mit befassen. Früher ansetzen, genau. Herr Färber, damit wir Sie nicht komplett vergessen auf dem Bildschirm, darf ich Ihnen sozusagen, bevor ich dann fürs Publikum nochmal öffne, so ein bisschen den Blick nach vorne abfragen bei Ihnen. Was glauben Sie denn, wenn es jetzt auf europäischer Ebene zu einer Abstimmung im Rat kommt, wie eine solche Abstimmung über die Retail Investment Strategy denn ausgehen könnte? Wir haben ja jetzt schon eine kleine Blaupause gehabt bei dem Thema Payment for Order Flow. Ich weiß nicht, ob das jemand verfolgt hat. Auch das ist ein Thema, das uns Deutschen scheinbar besonders umtreibt. Da hat die Kommission ein Verbot vorgeschlagen. Die Mehrheit des Parlaments gegen meine Stimme und gegen unsere Stimmen als EVP haben dafür gestimmt für dieses Verbot. Die Mitgliedstaaten haben es in die Subsidiarität gegeben. Und jetzt sind wir im sogenannten Trilog. Mal schauen, was da rauskommt. Herr Tonka hat ja darauf hingewiesen, dass es in der Expert Group schon mal so eine Art Probeabstimmung gab. Da haben 14 Mitgliedstaaten sich gegen ein Provisionsverbot ausgesprochen. Nur einer explizit dafür, das war Holland. Einer mit leichter zustimmender Tendenz, das war Finnland. Die restlichen haben sich nicht geäußert oder waren neutral. Also haben gesagt, das haben sie noch keine Meinungsbildung betrieben.
Insofern glaube ich, wird da was Ähnliches da rauskommen, wenn die Kommission ein Verbot vorschlagen sollte, wird der Rat wahrscheinlich auch so eine subsidiäre Lösung beschließen. Und auf Parlamentsseite wird es darauf ankommen, ob zum Beispiel die beiden Koalitionsfraktionen, die das im Europaparlament betreiben, dann ihren eigenen Koalitionsvertrag in Berlin lesen oder in Brüssel was anderes tun. Entschuldigung, wenn ich das mal ein bisschen boshaft formuliere. Ich würde da jetzt auch noch keine Wette abschließen, weil sich da auch Regierungshandeln dann im Parlament widerspiegeln würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine spanische Regierung, die von den Sozialisten gestellt wird, gegen ein Provisionsverbot stimmt und dann die spanischen Sozialisten im Europaparlament gegen die eigene Regierung dafür stimmen. Also ein Beispiel zu benennen. Und deswegen glaube ich, war diese Abstimmung in der Expert Group schon mal eine sehr gute Temperaturmessung über die Ausgehwahrscheinlichkeit, also wie wird sowas wahrscheinlich ausgehen. Und ich hoffe, dass die Kommission das in ihren Vorschlägen bedenkt. Es gibt durchaus Verbesserungsbedarf, da will ich nicht wegstreiten. Wenn der Herr Schmidt sagt, er spart jeden Monat was in so einen Sparplan rein, dann sollte da nicht jeden Monat auch eine Gebühr mit drauf sein, Ausgabeaufschlag, wie das so schön heißt, sondern sollte das einmal abgegolten sein, weil es findet ja auch keine weitere Beratung statt, um mal so einen Klassiker zu benennen. Also da, keiner sagt, dass es hier nicht Verbesserungsmöglichkeiten gibt, aber ich denke, das Verbot selbst würde das Kind mit dem Bade ausschütten. Darum bin ich leicht optimistisch, insbesondere seit dieser Abstimmung in der Expert Group des Rates. Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir haben auch Mikrofone. Sie können es mit oder ohne Mikrofon machen. Mit Mikrofon hat den Vorteil, dass Herr Färber es besser versteht. Vielleicht sagen Sie dann auch, an wen Sie die Frage richten und ja, wer Sie sind, wo Sie herkommen. Haben wir Fragen? Ja, mein Name ist Wolfgang Wiest. Ich bin Hauptgeschäftsführer des Verbandes der öffentlichen Versicherer. Und bei der ganzen Diskussion, die wir jetzt geführt haben, die ich im Übrigen sehr fundiert empfunden habe, geht mir immer eine Frage durch den Kopf. Man vergleicht jetzt in dieser Kantar-Studie und bei allen politischen Diskussionen provisionsbasierte Produkte mit nicht provisionsbasierten Produkten und unterstellt, die Preisdifferenz ist entscheidend. Aber die Frage, die keiner stellt und auch keine, ich habe noch keinen Antwortvorschlag dafür gesehen, wie sieht denn das Preismodell für eine unabhängige Beratung aus und was darf sie denn kosten und wie wirkt sich das auf die Kleinanleger und auf die durchschnittlichen Anlagebeträge und aus, die Kleinanleger anzulegen haben? Gibt es da irgendeine europäische Studie und gibt es da Vorstellungen, wie das aussehen soll? Frage an Herrn Färber, an Herrn Tonka. An Herrn Färber und möglicherweise Herr Tonka, wenn es nationale Antworten darauf gibt. Ja. Also Studien haben wir jetzt, die Kantar-Studie, die hat die Kommission ja selber in Auftrag gegeben in der Vorbereitung für ihren Gesetzgebungsprozess. Die gibt auch keine Antwort drauf. Ich denke, wir haben in der Diskussion da schon ein paar Punkte genannt, die das Thema adressieren. Es gibt ja auch einen Mehrwert, der sich aus einer dezentralen Beratungsmöglichkeit gibt, wo ich halt auch mal anrufen kann, nachfragen kann, ohne dass ich sofort wieder ein neues Produkt kaufe. Und diese Beratung bekomme ich trotzdem selbstverständlich auch. Bei der Provisionsberatung kostenlos, bei der Honorarberatung muss ich einen Termin vereinbaren und ein Honorar bezahlen. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, ich fand die Zahl heute sehr bemerkenswert, Sparkassen- und Giroverband, ich nehme an, dass es beim Raiffeisenverband und Genossenschaftsverband nicht anders ist. Ein Viertel aller Anleger unter 50 Euro im Monat und die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte aller Anleger unter 100 Euro im Monat. Da ist man nicht sofort bereit, eine Gebühr auf den Tisch zu legen, in der Hoffnung, dass sich das dann langfristig amortisieren würde. Insofern, wenn wir ein paar Stellen, die ich schon benannt habe, auch adressieren, mehr Transparenz schaffen, mehr Klarheit schaffen, auch restriktivere Regeln haben bei den Provisionen, dann sind die Kernprobleme adressiert. Ein Verbot wird uns da nicht weiterbringen. Wir schließen die Kleinanleger dann aus und in Zeiten von hoher Inflation, das muss ja auch wenigstens einmal angesprochen sein, ist halt ein gesetzliches Sparbuch wirklich keine attraktive Anlage. Da würde aber dann das Geld wahrscheinlich beim Kleinanleger liegen bleiben. Herr Schmidt, Sie wollten was noch? Ich wollte noch ganz kurz sagen, also mir ist kein konkretes Modell bekannt. Ich finde aber, dass eins notwendig ist. Ich finde, wir brauchen so einen Honorarkatalog, ähnlich wie man es
bei Rechtsanwälten haben, was nichts über die Höhe aussagt, aber grundsätzlich einfach, dass man sagt, es gibt ein Regularium, an dem ich mich orientieren kann. Herr Lach, ich sehe ihn dort hinten, hat uns Parlamentariern kürzlich ein Beispiel eines Honorarberatungskatalogs vorgestellt, wo ich gesagt habe, oh, nee, genau, das wäre ich auch nicht bereit zu zahlen. Und ich will schon sagen, da gibt es auch an der einen oder anderen Stelle Wildwuchs, der ähnlich wie es überall schwarze Schafe gibt, nichtsdestoweniger finde ich, wenn das in eine Richtung Honorarberatung geht, braucht man da schon auch klare Regularien dafür. Ich gucke nochmal ins Publikum. Gibt es weitere Fragen? Vielleicht mit der kurzen Anmerkung, es gibt inzwischen am Markt erste Dienstleister, die für Berater, die gerne auf Honorarbasis arbeiten möchten, quasi die Honorare auch beim Endverbraucher fakturieren. Das heißt, das übernimmt quasi der Dienstleister für den Berater, damit der Berater nicht in die Situation kommt, Rechnungen schreiben zu müssen, mahnen zu müssen, Außenstände zu haben. Das übernehmen alles Dienstleister. Da gibt es die ersten auf dem deutschen Markt. Die haben Preislisten, die die Berater auch sehen. Bei uns in der Mannschaft ist das zur Kenntnis genommen worden. Der ein oder andere hat gesagt, Mensch, jetzt sehe ich endlich mal, wie werthaltig meine Beratung ist und wie wenig ich dafür bekomme über Provisionsbasis. Ja, das war so ein erster Effekt, wo ich gesagt habe, jetzt kannst du mal sehen. Aber Herr Schmidt, das ist genau der Grund, warum sich die Honorarberatung in Deutschland nicht durchsetzen kann, obwohl die Rahmenbedingungen verbessert wurden gesetzlich und obwohl der Beruf eigentlich völlig frei zugänglich ist. Es ist einfach schlicht und ergreifend nicht möglich, Honorare, die für einen Berater kostendeckend wären, der muss auch ein Auto haben, der muss sich ordentlich anziehen, der muss sich weiterbilden, der hat eine Innendienstkraft, der hat einen PC, der hat Programme, das kostet alles viel Geld. Und die Honorare, die dafür notwendig sind, beim Kleinanleger durchzusetzen, ist schlicht und ergreifend unmöglich. Wir reden hier über Beträge, die sind ganz schnell vierstellig. Das ist nicht durchsetzbar und deshalb setzt sich der Beruf auch nicht durch. Und aus einer Kundensicht ist natürlich auch zu bedenken, dass er dann für jede Beratung erneut zahlen muss. Anders als in der provisionsbasierten Beratung. Wie gesagt, ich will nicht in Abrede stellen, dass es da schon noch Regulierungsbedarf braucht. Nichtsdestoweniger bin ich jetzt nicht ganz an dem Punkt wie Herr Lach, weil ich sage mal, am Ende des Tages, wenn es, wir verlangen ja an der Stelle das Geld auch über die Provision. Und da zahlen es die Kundinnen und Kunden ja am Ende des Tages auch. Also insofern, wie soll ich sagen, ist die Frage, die man sich stellen muss, klappt es wirklich nur, eine ordentliche Beratung hinzubekommen, wenn ich das, was die Bürgerinnen und Bürger dafür bezahlen müssten, in der Provision verstecke? Da gibt es noch eine Nachfrage. Eine sehr interessante Diskussion jetzt über die Frage, was kann denn eigentlich eine unabhängige Beratung kosten, was darf sie kosten und wenn sie dann so viel kostet, wie sie Kosten verursacht, dann ist, verzeihen Sie mir es, der grüne Ansatz, ja, dann muss ich es regulieren. Wenn Sie aber denn die Kosten wegregulieren, dann gibt es kein Angebot. Dann wird es keine Honorarberatung geben. Und da bin ich schon der Meinung, dass wir da ein gutes Beispiel auf europäischer Ebene haben, das genauso funktioniert. Sie alle kennen den Begriff PEP, Pan-European Pension Product. Warum gibt es das nicht? Weil der Kostendeckel, der dort in der gesetzlichen Regulierung vorgesehen ist, dazu führt, dass kein Mensch es anbieten kann zu diesen Kosten. Es gibt, glaube ich, einen einzigen slowenischen Anbieter, der es jetzt versucht, was ich gelesen habe, aber ansonsten niemand, in ganz Europa nicht, weil es zu diesen Kosten nicht herstellbar ist. Und die gleichen Effekte erwarte ich bei dem Thema Konzentration auf Honorarberatung. Es wird einen Reflex geben, die Honorarberatungen werden zu teuer, dann versucht man es zu regulieren, dann gibt es kein Angebot. Mit diesem Blick in die Zukunft würde ich dann auch abbinden wollen, allerdings nicht ohne noch eine Abschlussfrage an Sie, meine Herren, zu stellen. Wir haben ja die Diskussion begonnen mit der Frage nach dem Vertrauen der Kunden in den Kapitalmarkt und wie wir dieses weiter erhöhen können. Stellen Sie sich jetzt einfach mal vor, Frau McGinnis wäre eine gute Fee und Sie hätten die Möglichkeit, bei ihr einen Wunsch zu äußern, die persönlich sozusagen wichtigste Maßnahme im Rahmen der Retail Investment Strategy. Was würden Sie sich wünschen? Wir beginnen mit Herrn Färber. Ja, da ist mir jetzt sofort ein lateinischer Sinnspruch eingefallen. Ich sage auf Deutsch, was auch immer du tust, tue es klug und bedenke das Ende.
glaube, dann ist sie gut beraten. Sehr schön. Wir machen weiter mit Herrn Schmidt. Ich kann jetzt nicht ganz so philosophisch antworten, aber nachdem ich einfach, wie soll ich sagen, aus dem Bereich komme, ist mir wirklich das Anliegen, dass wir im Bereich der Finanzbildung deutliche Fortschritte machen. Ich selber bin Lehrer und klar, das ist schon über 20 Jahre her, dass ich an der Schule war. Nichtsdestoweniger fürchte ich, dass da die finanzielle Bildung häufig noch hinter dem hinterherhängt, was am Markt angeboten wird, was es für Entwicklungen im Bereich des Kapitalmarkts gibt. Und ich glaube, da müssen wir noch deutlich mehr Wert drauf legen. I cannot agree more. Uli. Ja, ich würde mir oder ich wünschte mir eine viel stärker faktenbasierte Auseinandersetzung mit dem Thema und weniger ideologisch geprägte Auseinandersetzung, weil die Fakten gegen eine Honorarberatung, wie es ja auch eben schon anklagt, mit einer zusätzlichen Regulierung sorgt dafür, dass das Modell aus meiner Sicht innerlich nicht greift und insofern auch die Beibehaltung des Systems, in dem wir aktuell fliegen. Herr Tonka, Ihr Wunsch an Frau McGuinness? Ich weiß gar nicht, ob es statthaft ist, dass sich ein Staatssekretär der Bundesregierung vorstellt, dass die zuständige Kommissarin eine Fee ist. Aber das haben Sie ja auch nicht getan, das habe ja ich getan. Ihre Frage nicht ausweichen. Neben dem Absehen von einem Verbot für Provisionszahlungen hielt ich es für wünschenswert, dass man auch den Gedanken nochmal eines semiprofessionellen oder eines besonders informierten Privatanlegers weiterverfolgt, den man, wenn er Vorkenntnisse hat, eben auch einfacher beraten kann. Ich danke Ihnen von Herzen für diese spannende und anregende Diskussion, durchaus auch kontrovers. Ich danke natürlich auch unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier vor Ort, aber auch an den Bildschirmen fürs Zuschauen. Unsere Panel-Teilnehmer bekommen als Dankeschön, das steht hier sozusagen hinter der Wand, ich gehe jetzt nicht runter und hol's, Sie kriegen es im Anschluss, als Dankeschön immer eine gute Flasche italienisches Olivenöl. Der Olivenbaum steht ja seit Jahrtausenden als Symbol für Reinheit, Weisheit und Frieden, was sowohl für unser Thema als auch für die globalen Herausforderungen, glaube ich, nicht schaden kann. In diesem Sinne darf ich Sie jetzt alle noch zu einem Glas Wein und ein paar Häppchen einladen und hoffe, dass wir die guten Gespräche an der Stelle dann weiterführen können. Herzlichen Dank.